Hallo zusammen. Es ist wieder Eventzeit in The Elder Scrolls Online. Das Spielevent Zenithas Eifer ist zurück. Zenithas Eifer startet am Donnerstag, den 20. Juni um 16 Uhr und läuft bis Dienstag, den 2. Juli um 16 Uhr. Um das Event zu starten, können wir uns die Quest Das unwiderstehliche Angebot kostenlos aus dem Kronenshop oder bei dem NPC Aminus Varro am Festzelt in Belkart holen. Wir können auch das Portal an jedem Zelt der Impresaria nutzen, um nach Belkart zu gelangen. Haben wir die Quest abgeholt, folgen wir wie immer einfach nur dem Questverlauf. Für den Abschluss der Quest erhalten wir die tägliche Quest Ehrliche Arbeit. Während des gesamten Events gibt es für uns folgende Boni. Die Wegschreinkosten sind um 75% verringert. Die Reparaturkosten bei Händlern sind um 50% verringert. Die erhaltene Handwerksinspiration aus allen Quellen ist um 100% erhöht. Die Händlerpreise in ganz Tamriel sind um 10% verringert. Das gilt für Händler, die Gegenstände gegen Gold, Allianzpunkte oder Telvarsteine verkaufen. Einschließlich der goldenen und für gegen Gold käufliche Heime. Wenn wir zum ersten Mal täglich die tägliche Eventquest Ehrliche Arbeit an einem Tag abschließen, erhalten wir einmal Zenithas grandioses Paket als Bonusbelohnung. Jeder weitere Abschluss der täglichen Eventquest am selben Tag bringt uns einmal Zenithas erfreuliches Paket. Wir können uns Zenithas erfreuliches Paket zusätzlich verdienen, wenn wir die Einführungsquest zum Event abschließen, einen beliebigen Meisterschrieb pro Handwerk und pro Konto abschließen, den ersten täglichen Handwerksschrieb pro Konto abschließen, jedes Mal, wenn wir einen Weltboss besiegen, während wir in einer Gruppe sind, in der mindestens ein Spieler aus einer unserer Gilden Mitglied ist. Jedes Mal, wenn wir ein Weltereignis abschließen, während wir in einer Gruppe sind, in der mindestens ein Spieler aus einer unserer Gilden Mitglied ist. Weiter haben wir eine Chance auf Zenithas erfreuliches Paket, wenn wir eine Runde in einer Gruppenarena oder einen Zyklus im endlosen Archiv abschließen, während wir in einer Gruppe sind, in der mindestens ein Spieler aus einer unserer Gilden Mitglied ist. Zudem enthält die Belohnungstruhe der letzten Runde garantiert ein Paket, genau wie die Belohnungstruhe von Toad Replicanum. Eine Chance auf weitere erfreuliche Pakete haben wir bei Taschendiebstahl, Wertkassetten und Diebesgut. Jedes von Zenithas Paketen, egal ob grandios oder erfreulich, kann für uns die folgenden Gegenstände enthalten. Eine handelbare Monturstilseite für die neue Rüstung des Goldstraßendragoners. Haben wir an einem Tag bereits eine Stilseite des Goldstraßendragoners erhalten, erhalten wir stattdessen eine Stilseite aus einem vergangenen Eifer von Zenithas Event. Zufällige Handwerksmaterialien, Versorgungszutaten, Alchemiereagenzien, Runensteine oder Stilmaterial. Handwerksverbesserungen. Eine Chance auf einen goldenen Booster bzw. eine Schriftrolle für verkürzte Analysezeiten. Einrichtungspläne oder Rezepte. Reparaturmaterial, Belagerungsmaterial oder eine kleine Chance auf Gruppenreparaturmaterial der Impresaria. Weiter Schatzkarten, Fundberichte, Gewölbeschlüssel für die Kaiserstadt, Ausrüstung für Gefährten oder zufällige Währungsbehältnisse. Die zufälligen Währungsbehältnisse können Gold- oder Telvarsteine enthalten. Es besteht auch eine extrem seltene Chance, dass wir den Jackpot ergattern und damit 100.000 Gold bzw. Telvarsteine erhalten. Die Gewinne aus diesen Behältern unterliegen nicht dem Einfluss von Währungsboostern. Beide Pakete können diese Gegenstände enthalten, bei den grandiosen Paketen ist die Chance auf wertvollere Belohnungen allerdings höher. Während Zenithas Eifer können wir uns täglich 3 Ereignisscheine verdienen. Die 3 Ereignisscheine erhalten wir, wenn wir täglich zum ersten Mal die tägliche Eventquest Ehrliche Arbeit abschließen. Wir können uns somit diesmal bis zu 39 Ereignisscheine während des Events verdienen. Denkt wie immer daran, vor dem Abschließen der ersten täglichen Eventquest die Menge eurer Ereignisscheine zu überprüfen. Das Maximum liegt bei 12 Ereignisscheinen. Jeder Ereignisschein, der darüber hinausgehen würde, geht uns unwiderruflich verloren. Die Impresaria hat für uns wie immer einige Dinge gegen Ereignisscheine im Angebot.
Es gibt diesmal bei ihr alle drei Fragmente für den Molag Bal Illusionskobold als Begleiter. Das Ankerkettenfragment, das Schloss eines dunklen Ankers, das Abbild des Vorherrschers. Alle drei Fragmente der Persönlichkeit Meister der Intrigen. Die Kalteisenhänzen, die grimmige Eisenmaske, den Tyrannenseelenstein. Gebundene Stilseiten für die Rüstung des Goldstraßendragoners. Gruppenreparaturmaterial und Gildenempfehlungen für Gefährten. Nenu Laure, die Intrig-Händlerin, hat während des Events die folgenden Artikel gegen Ereignisscheine im Angebot. Federn für den heranwachsenden Intrig, Bären für den Unix-Intrig, Bären für den Moosherz-Intrig, Ebenglühen-Intrig als Begleiter und den Setzlin-Intrig als Begleiter. Der Assistent der Impresaria hat Folgendes für uns dabei. Alle drei Fragmente für den unbeständigen Wandelstein als Begleiter. Alle drei Fragmente für die Erscheinung Totenländer Versänger. Was kann ich für euch tun? Alle drei Fragmente für die Seelenfeuer-Drachen-Illusion als Begleiter. Alle drei Fragmente für die Erscheinung Schuppen von Ackertausch. Das war auch schon alles zum Event Zenitas Eifer. Wenn euch das weitergeholfen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Viel Spaß und Erfolg beim Event. Viel Spaß im Spiel. Bleibt gesund. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.